gucken uns heute einen Skibidi Toilet Kurzhorrorfilm an. Leute, es haben tatsächlich Menschen einen Horrorfilm dazu gemacht. Wir schauen mal rein und ja, let's go. Wir sind hier bei MK Official unterwegs. Bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Oh, sehr geile Szenerie schon. Der ist wahrscheinlich der Typ, der die Videos gemacht hat. Er holt sich da aus dem Kühlschrank jetzt erstmal was Entspanntes zu trinken, oder wie? Auf entspannt mit Flaschenöffnen. Was willst du mit Flaschenöffnen? War da überhaupt? Da war ein Kronkorken dran, okay. Da ist schon die Skibidi Toilet Musik. Bro, würde ich die Musik hören, ich als Experte, ich würde direkt ins Klo gehen mit Pümpel. Giga-Chat spielen! Er kommt gar nicht klar. Jetzt ist die Musik allerdings auch ein bisschen anders. Also, die Tür ist auf. Da ist ein Badezimmer. Eine Toilette zu sehen. Ich glaube, er fragt sich selber gerade, ne, wo kommt es her? Was ist es? Was holt er jetzt? Ein Handy? Er ruft Notdienst, oder? Bin mir noch nicht so sicher. Was war das gerade für ein Hintergrund? Lass mal sehen. Leute, das ist doch ein Spiel oder so. Digga, das meint der Typ nicht ernst. Das ist verstecktes Product Placement hier oder was? Ja, also der ruft natürlich nicht den Notruf an. Aber Leute, ganz generell, ich würde doch erstmal gucken, was da los ist. Vielleicht ist meine Box einfach angegangen. Aber gut. Er hat eine Toilette in seinem Haus, sagt er. Die Toilette ist gar nicht im Badezimmer. Hallo, Rose. Hallo, Rose. Rose. Okay, Gesprächspartner hat aufgelegt. Hat ihm das anscheinend nicht geglaubt. Tja, Bruder. Es gibt einen zweiten Teil bei Zoe, den gucken wir uns natürlich gleich an. Der wird dann sicherlich schon mal deutlich anders. Das ist meistens so, dass ein ganz kleiner Creator 3000 Abonnenten hat eigentlich viel, viel mehr verdient, Digga. Junge, was macht der da? Der guckt da in diesen langen Gang. Zeigt die verdammte Toilette jetzt endlich. Zeigt die Toilette! Was sieht er da? Lol. Digi, kannst mir sagen, was du willst? Gut gemacht. Junge, was ist das denn? Bro! Ich weiß ja nicht, ne? Aber ich glaube, du solltest echt mal aus deinem Zuhause... Oh nee, Digga, was ist denn das jetzt? Kein Jumpscare, bitte. Kein Jumpscare, bitte. Moin! Und hier sehen wir auch schon den zweiten Part. Digga, würde mal sagen, let's click. Ganz kurzer Eindruck von euch, bevor wir in den zweiten Part gehen. Wie habt ihr den ersten gefunden? Ich fand, war ein bisschen zu wenig Skibidi Toilet drin. Aber so, das Grundkonstrukt ist okay, ne? Jetzt müsste er ja eigentlich ein Skibidi Toilet sein. Man sieht hier jetzt, wie er wieder diesen Notfallkontakt anruft. Ah, aber dieses Mal aus einer anderen Perspektive, okay? Eine Toilette in seinem Haus, ja und? Jake. Alright. No, 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 no. Not in the bedroom. In the hall. Sag mal, nicht im Badezimmer, Jake. Sondern in dem Flur. I am in the elevator now. Anscheinend Jake. Hört die nichts mehr. Sie hat nicht einfach aufgelegt, sondern das Telefon wurde unterbrochen. Ich bin mal gespannt. Mit richtig cool After Effects und so kann man aus dem Film richtig was rausholen. Geh.
Geh hier am Fahrstuhl. Klar, es könnte Ground oder G-Man bedeuten. Es ist tagsüber. Ich glaube, sie guckt gerade bei ihm vorbei, ne? Hat er eigentlich gerade seine Wohnung halber geleakt? Es ist seine Freundin anscheinend oder seine Frau. Jake. Jake. Jake? Oh oh. Oh oh. Jake? Hört ihr es schon? Da wird gleich was so Schlimmes passieren. Ihr wisst ja, dass ich einen Filmkanal mache. Vielleicht wisst ihr es noch nicht. Denn der Denome Roblox-Kanal wird demnächst der Filmkanal. Wenn ihr auch mal Bock hättet auf so einen Film, ja, so ein Skibidi Toilet Kurzfilm, sagt natürlich gerne Bescheid. Hashtag Skibidi Film in die Kommentare. Und da würde ich mal gucken, ob wir sowas vielleicht auch mal machen können. Weil ich denke, ein bisschen out of the box jetzt. Nicht nur Gaming-Filme, sondern natürlich vielleicht auch Real-Life-Content. Wäre doch nice. Ich würde die Tür jetzt nicht öffnen. Gar nicht so, Digi. Hat ihr eigentlich noch eine andere Aufgabe, als nur Jake zu sagen? ich will den Creator nicht schlecht reden. Ich finde das cool, dass er sowas macht. Ich gebe ihm auch 100% Support. Ich gehe an. Oh. Was geht hier ab? Na? Der ganz normale Toilette. Komisch aus. Oder mach nicht so spannend, Alter. Okay. Toilettenbrille ging wieder hoch. Ah! Junge, was ist das denn? Digga, ist die jetzt eine Toilette? Ich hab noch nie eine weibliche Skibidi Toilet gesehen an der Stelle. LOL. Zu ihr passt das so gut, Digga. Alter Schwede. Sehr, sehr geil. Ich sage, wie es ist. Da kann man richtig was draus machen, Digga. Das kann richtig Potenzial haben. Freunde, das reicht aber auch für heute mit dem Kurzfilm. Ihr wisst ja, ich bin auf der Gamescom aktuell. Ich habe viel zu tun. Also in dem Fall habe ich gerade Gamescom, Digga, Pressetermin. Aber Leute, ich hoffe natürlich, dass ich euch da auch sehe. Ich hoffe, dass euch der Kurzfilm gefallen hat. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und wenn ihr abonniert. Dickes Küsschen. Deno out.